wild rabbit horn. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Destiny mit einem weiteren Video für euch. Wie schon versprochen, das 80:8 mit einem Moab in MW3 auf der Map Bootleg. Modus Bodenangriff, Herrschaft ist man ja nicht anders von mir gewohnt. Ja, am Start habe ich natürlich die ACR, selten bisher gesehen bei MW3 Gameplays. Hab erweiterte Magazine, den Shally, C4, tragbares Radar, Sekundärwaffe ist die MP9 mit Shally. Ja, und Perks, keine Ahnung, was ich jetzt, das sieht man auch am Anfang, ich meine Plünderer, schnell ziehen. Und Stalker, glaube ich, waren so die ersten Perks, aber bin mir da jetzt nicht so sicher, ihr könnt es ja auch sehen. Ja, wie schon gesagt, dieses Mal ist es ein MW3 Gameplay. Ja, das war wieder WhatsApp. War ja klar, dass wenn ich ein Video mache, dass wieder sowas kommt. Ja, erstmal ein MW3 Video, mal was anderes. Das nächste Video wird dann natürlich wieder ein Nuke mit jeder Waffe Video sein oder Black Ops 2.8, das werde ich sehen. Ist ja auch egal, ich mache erstmal das Video und fertig. Meine Güte. Ja, ich habe gute Neuigkeiten. Meine PlayStation 3 ist heute angekommen. Ja, bin sehr zufrieden damit. Ist auf jeden Fall easy going, ist sau cool. Ich hatte ja unter dem letzten Video gesagt, schreibt mal bitte euren PSN-Namen drunter. Ich add euch dann, ja. Das waren jetzt, bis ich jetzt das Video mache, waren das ganze 105 Leute, die wollten, dass ich es add. Und ja, würde ich die da alle adden wollen, ich glaube, dann bräuchte ich bis zum Wochenende. Keine Ahnung. Ja, und deshalb würde ich jetzt vorschlagen, ich habe mich jetzt schon angemeldet bei PSN. Ich heiße EHX Destiny X, alles zusammengeschrieben. Ich schreibe dann den Gamertag nochmal unten rein, also geschrieben bitte. Ich bin jetzt nicht. Ja, okay, nee. Ich hatte im Buchstabieren früher eine 1. Nee, Spaß. Okay, also mein Gamertag ist EHX, dann DESTYNYX. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es auf großen Kleinschreibungen PSN ankommt, stimmt mal nicht. Wie gesagt, ich hau den Namen dann eh nochmal in die Beschreibung oder sonst irgendwo nach, keine Ahnung. Jo. 2 Minuten sind jetzt vergangen. Das Gameplay geht noch eine Weile. Ja, ich hatte mir jetzt mal als ganz kleines Thema für heute. Oder, ja, gut, das heißt jetzt ganz kleines. Mal gucken, wie lange ich so brauchen werde. Ich habe mir jetzt mal als Thema ausgedacht. Ja, einige werden das schon kennen, das Thema. Ich habe mir jetzt mal ausgedacht: Schule versus Arbeiten. Aber wie gesagt, das hat schon jemand erwähnt. Das Thema hat ja jemand schon mal angesprochen. Und ja, wie ich dazu, ja, was ich dazu denke, Schule versus Arbeiten oder was besser ist, wie auch immer. Also erstmal zu mir selbst. Ich selbst habe meinen Realschulabschluss vor einem Jahr ungefähr gemacht. Schule war eigentlich in Ordnung. Bin eigentlich mit allen auch korrekt zurechtgekommen. Ihr wisst, wie es läuft. War eigentlich alles ganz korrekt. Schule, ja, hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht, wie jedem. Ja, war, ja, egal, ich sag jetzt nichts Genaueres. War eigentlich ganz in Ordnung. Ja, ich glaube im Juni war mein letzter Schultag oder so. Keine Ahnung. Ja, also wenn man das Ganze jetzt vergleicht, ich selbst arbeite jetzt seit dem letztes Jahr September, seit dem 3. September, glaube ich, arbeite ich als Mechatroniker für Kältetechnik, ist jetzt der moderne Begriff. Mache da auch eine Ausbildung, die Ausbildung geht 3,5 Jahre. Ja, was macht man denn da so? Was soll ich denn da genau erklären? Also, zwar geht es hauptsächlich darum, Klimaanlagen zu reparieren, zu montieren, demontieren, wie auch immer, und ja, Fehlerbehebung spezifisch halt. Ja, und ich muss ehrlich sagen, mir sind früher nie so Klimaanlagen so aufgefallen, aber seitdem ich jetzt den Beruf mache, ja, keine Ahnung, fällt einem das auf und man achtet auch drauf und bla bla bla, also, ja, der Beruf, ich hatte da Probe gearbeitet und also es noch in den Sommerferien hatte, dann auf den letzten Drücker dann noch zum Glück eine Ausbildungsstelle bekommen. Macht mir auch bis heute sehr viel Spaß, der Beruf. Also, ich sag jetzt mal, kann ich nur weiterempfehlen. Nee, macht eigentlich ganz, ganz viel Spaß. Berufsschule ist bei mir so, im Durchschnitt 3 Wochen arbeiten, dann 1 Woche Schule, aber oft sind Ferien dazwischen oder sonst irgendwas und ja, unterschiedlich halt, wie ich Schule habe. Also hauptsächlich halt Blockunterricht. So, und jetzt zum eigentlichen Thema Schule versus Arbeiten. So, Schule ist natürlich klar. Einige sind davon gelangweilt. Ja gut, ja, halt's Maul jetzt, WhatsApp, Alter.
Ist auch ein bisschen langweilig, sage ich. Die Schule sitzt halt den ganzen Tag da rum, lernst viel Zeug dazu, was du überhaupt gar nicht brauchst, was total sinnlos und unnötig ist. Und ja, natürlich, der Hauptgrund, du verdienst kein Geld dafür, dass du in die Schule gehst. Wäre auch zu schön. Und ja, musst sehr viel für die Schule lernen, schreibst sehr oft Arbeiten. Aber dafür hast du auch sehr oft Ferien. Und die Schulzeit ist eigentlich, also wie du Schule hast, eigentlich ganz korrekt im Gegensatz zu der Zeit, wie ich Berufsschule habe. Kann ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, aber früher die Schulzeit war schon, also der Stundenplan war auf jeden Fall schon besser. Und ja, das Einzige, was man zu tun hat, wenn man nach Hause kommt, ja gut, kommt halt jetzt drauf an, ob man aufs Brettergymnasium, auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs Gymnasium geht. Kommt natürlich drauf an, aber wenn du nach Hause kommst, eigentlich nur ganz wenig Hausaufgaben oder gar keine. Ist auf jeden Fall recht stabil. Ja, und wie schon gesagt, Sommer, also überhaupt Ferien hast du jede Menge. Kannst dich da richtig austoben. Ich hab's da auch immer maßlos übertrieben. Und ja. Sonst? Ja, und was ist. Bei meinem Beruf ist es zum Beispiel nicht so, ich muss nicht samstags arbeiten, aber was auch noch ein Vorteil ist, du musst halt nur Montag bis Freitag zur Schule. So, und ja, jetzt komme ich zu meinem Beruf. Oder überhaupt zum Arbeiten. So. Der Vorteil an Arbeiten ist. Ja, du verdienst Geld. Du lernst auf jeden Fall sehr viel dazu, also was überhaupt Allgemeinwissen da angeht. Du lernst natürlich halt auch in der Berufsschule zu 90% nur Zeug, was auch, ja, was du in deinem Beruf auch machst. Ja, wirst auf jeden Fall handwerklich, wirst du auf jeden Fall begabt, der lernst da was dazu. Ist auch klar bei so einem Beruf. Ja, und so macht's eigentlich im Großen und Ganzen Spaß. Also, mir fallen jetzt nicht mehr Vorteile ein. Doch, eine Kleinigkeit fällt mir noch ein. Du hast natürlich im Gegensatz zu den Ferien nicht so viel Urlaub. Oder halt, ja doch, Urlaub kann man schon sagen. Kannst dir aber, bist also viel flexibler, kannst du das Ganze gestalten. Also ich habe jetzt, glaube 31 oder 30 Urlaubstage. Und ja, man kann die sich nehmen, wann man will. Also ist auf jeden Fall besser im Gegensatz zu den Ferien. Man hat zwar wenige, aber man kann es ganz flexibel gestalten. Und ja, die Nachteile jetzt beim Arbeiten. Auf jeden Fall, ja, im Gegensatz zu der Schule sitzt man nicht die ganze Zeit rum. Es sei denn, man arbeitet als Beamter. Nee, Spaß. Ja, bist die ganze Zeit halt am Schaffen, am Rumlaufen und bla 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 und stehst den ganzen Tag. Und bei mir fängt die Arbeit morgens 6:45 an. Und sollte eigentlich um 4:45 aufhören, aber wenn ich, weil wir müssen ja da mit dem Auto rumfahren auf Service und bla bla bla. Und ja, pünktlich Feierabend habe ich eigentlich nicht so oft. Also eigentlich schon des Öfteren, aber eher weniger. Ist ja auch klar, weil wenn wir da beim Kunden sind und es 4:45 ist, können wir nicht sagen, ja okay, wir haben Feierabend. Wir kommen morgen nochmal vorbei, servus. Ja, das geht halt nicht. Deswegen ist halt schon ein bisschen länger. Ja, sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Was gibt's denn sonst noch für Nachteile? Ja, wie gesagt, du hast halt weniger Urlaub. Ja doch, ich würde mal sagen, das waren so im Großen und Ganzen die Vor- und Nachteile. Mir persönlich gefällt, ja okay, ich will jetzt nicht hier komisch klingen oder so, aber mir gefällt Arbeiten besser, weil man Geld verdient, ja. Im Gegensatz zu der Schule, aber Schule ist halt dafür besser, ja, weil du da nichts machen musst. Ich sag's jetzt mal vorsichtig, nichts machen. Musst natürlich lernen und so, aber im Großen und Ganzen musst du da eigentlich nichts machen. Ja, das war's jetzt im Großen und Ganzen. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Thema, was ich mal angesprochen habe. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich weiterhin die Serie Nuke mit jeder Waffe fortführen soll. Und das könnt ihr mal machen. Also das. Also die werden zwar schon oft geschaut, die Serien, aber ich habe so das Gefühl, als keine Ahnung. Interessiert es keinen oder ich weiß auch nicht. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das noch weiterhin interessiert. Ja, also es werden jetzt demnächst noch ein paar PS3-Gameplays kommen. Ich habe mir jetzt heute noch, hab vergessen, die Komponentenkabel dazu zu bestellen. Hab ich mir jetzt heute bestellt, die kommen am Wochenende. Und da werden demnächst auch ein paar PS3-Gameplays kommen. Also, ich bin weg.
Und ja, lasst es mich mal in den Comments wissen, was ich jetzt hier angesprochen habe. Und ja, dann bin ich raus. Dann bis spätestens Freitag oder so. Servus.